einfach herrlich. Die Sonne scheint und die Bratwürste brutzeln auf dem kleinsten Gasgrill der Welt. Sieht aus wie ein Spielzeug, ist aber wirklich ein vollkommener Grill. Ich habe den gesehen bei einer Vorführung und habe nur gedacht, den musst du auch haben. Der ist absolut genial und der ist innerhalb von einer Minute einsatzbereit. Ich habe das jetzt 3-4 Mal geübt und dann kriegt man das wirklich innerhalb kürzester Zeit hin. Das ist ein kleiner Koffer, es ist alles komplett aus Edelstahl und den kann man ganz einfach zusammensetzen. Hinterher packt man das Ganze wieder zusammen. Der steht hier bei mir einfach auf dem Glastisch. Das ist ein kleiner Testlauf für Vatertag. Da wollen wir den mit auf die Radtour nehmen. Es wird sogar noch besser. Ich habe dazu eine Gasflasche. Das ist die erste wieder befüllbare Gasflasche, die man also zu Hause wirklich selber wieder befüllen kann der Welt. Auch ein sehr innovatives Produkt. Ich finde beide Sachen wirklich so toll. Da habe ich die Kamera rausgeholt, wo wir gerade gegrillt haben und habe gedacht, von wegen, das nimmst du mal auf und das zeigst du mal wirklich deinen Zuschauern. Wenn man campen geht, wenn man irgendwo Outdoor unterwegs ist, dann ist es natürlich immer eine schöne Möglichkeit, wenn man da so einen Grill dabei hat. Der ist innerhalb von einer Minute aufgebaut. Man kann damit hier überall grillen. Ich gehe zum Beispiel auch regelmäßig wandern. Den kann man sich einfach hinten in den Rucksack reinpacken. Schöne daran ist auch, wenn man den zum Beispiel auch mit dem Fahrrad mitnimmt. Wir wollen, wie gesagt, Vatertag eine Radtour machen. Da wollen wir auch grillen. Das war dann hier so der Testlauf. Dann kann man den überall auspacken und kann dann loslegen. Nach dem Grillen kann man das Ganze wieder zusammenpacken, nimmt es mit nach Hause, packt den Koffer aus, packt alles in eine Spülmaschine. Danach wird es wieder zusammengeräumt. Der Koffer steht wieder in der Ecke und ist wieder einsatzbereit für den nächsten Grillauftrag. Die Geschichte von mir und diesem Gasgrill ist im Prinzip sehr schnell erzählt. Ich war auf dem Tag der offenen Tür, da wurde der Grill vorgestellt und wir haben abends zu viert noch mit diesem Grill gegrillt in der Halle und das hat so gut funktioniert, da habe ich gedacht, den musst du auch haben. Ich habe mich schon gesehen, wie ich mit meiner Frau und Freunden zusammen mit dem Fahrrad eine Radtour mache, wie wir irgendwo anhalten und dann da einfach grillen. Der komplette Grill ist aus Edelstahl. Es ist eine Würstchenzange dabei, die ist natürlich aus Holz. Aber ansonsten ist alles aus Edelstahl. Es ist von der Funktionalität wirklich sehr gut gemacht. Also das finde ich schon Hammer. Das ist sehr interessant. Man kann hier alles vernünftig zusammenstecken. Es passt alles. Es ist alles eine sehr langlebige Geschichte. Ich kann ihn zu Hause nehmen, einfach in eine Spülmaschine packen. Und wir gucken uns einfach mal an, wie ich den jetzt hier zusammenbaue. Das habe ich 3-4 Mal geübt. Beim ersten Mal muss man natürlich gucken, wie alles passt in der Form. Aber wenn man das 3-4 Mal gemacht hat, kriegt man das wirklich extrem schnell hin. Ich habe jetzt hier den Grillkoffer, ich habe schon mal alles rausgeräumt. Den Grillkoffer kann ich ganz einfach öffnen, der verriegelt seitlich, das kann ich nochmal kontrollieren. Jetzt habe ich zwei Füße, die Füße sind nach unten hin auch nochmal extra isoliert, dass da keine Wärme übertragen wird. Es wird aber wirklich nichts warm unter dem Grill. Jetzt habe ich diesen Einsatz, das ist A für Grillkohle, wenn man das nutzen will, da wäre auch noch ein Rost für da und auf der anderen Seite ist es natürlich die Aufnahme für den Gasbrenner. Den Gasbrenner kann ich hier ganz einfach einhaken in der Form. Jetzt habe ich noch so einen Fettschutz, so einen Tropfschutz dafür. Ich habe oben den Rost und dann ist der Gasgrill im Prinzip einsatzbereit. Ich habe die Möglichkeit, eine Kartusche anzuschrauben oder ich habe hier alles mit Schnellkupplungen gelöst, habe das Ganze jetzt einfach aufgedreht, die Flasche aufgedreht und jetzt kann ich schon loslegen. Dafür gehe ich natürlich wieder raus und mache diesen Gasgrill an. Dafür habe ich hinten die Bohrung, kann hier also relativ sicher und komfortabel den Gasbrenner anzünden, kann noch mal ein bisschen die Wärme regulieren. Man hat hier also wirklich extreme Temperaturen. Wenn ihr eben auf die Uhr geguckt habt, das war auch schon deutlich unter einer Minute und das war wirklich ganz in Ruhe, das Ganze zusammengebaut. Das macht man 2-3 Mal, dann weiß man wirklich, wie das funktioniert. Ich habe hier Bratwürste gegrillt. Wir haben letztes Mal, wo ich auf dem Tag der offenen Tür war, Steaks gegrillt. Man kriegt hier 4 bis 5 Bratwürste auf den Grill. Man hat, wenn man den Grill extrem aufdreht, hat man hier wirklich eine wahnsinnige Temperatur. Also ich habe schon überlegt, ob ich probiere, ob man hier auch wirklich ein Steak drauf grillen kann, weil es ist von der Temperatur extrem heiß. Also die Bratwürste waren hier innerhalb von kürzester Zeit wirklich fertig und obwohl ich es noch mal ein bisschen runterreguliert habe. Also eine schöne, kleine, kompakte Sache, wenn man das so sieht, gefällt einem wirklich sehr gut. Ja, und wie gesagt, der steht hier ganz normal auf dem Glastisch. Ich würde den auch problemlos auf den Holztisch stellen. Muss man natürlich immer dabei bleiben, dass da nichts passiert. Aber im Prinzip kann nichts passieren.
Dann wird schön lecker gegessen und am Ende kann ich den Gasgrill ganz einfach wieder zusammenbauen. Ich habe die Gasflasche schon mal abgeschlossen, habe dann hier alles, dass ich alles rausnehmen kann. Man muss natürlich darauf achten, wie es verpackt wird in der Form, aber dann passt es wirklich auch ideal zusammen. Also das ist alles so eine Sache. Der Rost kommt als erstes, dann kommt der Brenner nach hinten, so habe ich es jetzt in der Form immer gemacht. Dann kommt diese Schale da davor und dann kommt in die Schale alles rein. Also es ist genug Platz dafür da. Man kann das hier alles schön zusammenpacken. Es ist sehr funktional. Man sieht wirklich, wie sich da über jedes kleine bisschen irgendwo Gedanken gemacht wurde. Hier fehlt noch die Grillzange. Die habe ich jetzt nicht wieder mit reingepackt. Und dann ist der Grillkoffer wieder fertig für den nächsten Einsatz. Jetzt nochmal alles in Kurzform, ob ich das wirklich so schnell in der Form hinbekomme. Das heißt, ich öffne meinen kleinen Koffer, ich nehme hier alles raus, ich klappe die Füße aus, ich habe die Grillwanne, die jetzt hier reinkommt, oder diese Aschenwanne. Na, natürlich mit Kohle grillen, das wäre hier wirklich ein Frevel. Aber es ist theoretisch möglich. Jetzt habe ich hier den Brenner hänge ich in der Form hier ein. Und kann den Brenner erst anzünden oder kann hinterher, wenn alles komplett zusammengebaut ist, anzünden. Ich mache es jetzt hier in der Form. Normal würde man sonst hier eine Kartusche anschließen. Die würde man hier einfach anschrauben. Ich habe alles mit Schnellkupplung. Jetzt kann ich den Brenner nochmal richtig ausrichten. Zünde den Brenner an, drehe vorher natürlich das Gas auf. Dann kommt einfach noch dieser Spritzschutz oder dieser Fettschutz, glaube ich, heißt der in der Form drauf. Hier kommt der Grillrost drauf und dann kann man loslegen zu grillen. Es sind ungefähr 50 Sekunden, wenn ich hier auf den Zeitstempel gucke. Also es ist unglaublich schnell. Man ist natürlich nicht bei der Olympiade beim Grillen, aber das soll halt immer so verdeutlichen, wie schnell und einfach das Ganze in der Form ist. Das ist die weltweit einzigste Gasflasche dieser Art, die man wirklich wieder befüllen sollte und die man auch wirklich wieder befüllen darf. Damit ist das wirklich sicher. Die wird in Europa hergestellt. Wenn man normal mit so einem Campingkocher unterwegs ist, wenn man mit so einem Gasgrill unterwegs ist, wenn es mobil sein soll, dann nimmt man immer diese kleinen Kartuschen. Die Kartuschen nimmt man einmal, danach schmeißt man sie weg. Das ist ein Problem. Und das zweite Problem, die sind auch alles andere als günstig. Die kosten heutzutage 10, 12 Euro und damit wird es natürlich auch relativ teuer. Diese wiederbefüllbare Flasche ist natürlich auch nicht ganz günstig. Aber wenn man 8, 9 Mal die wieder befüllt hat, dann hat sich der Preis dafür schon amortisiert. Also für alle, die sowas regelmäßig benutzen, ist das wirklich eine tolle Lösung. Die Flasche hat rechts den Ein- und Ausgang, hat in der Mitte ein Entlüftungsventil, das ist wirklich wichtig, und hat links noch diesen roten Knopf dann da, das Sicherheitsventil. Also das ist wirklich eine sichere, einfache Lösung. Jetzt habe ich meine Gasflasche, die habe ich aus der Werkstatt mitgebracht, mit der heize ich sonst immer. Ich kann die Gasflaschen jetzt hier mit einer Schnellkupplung verbinden, kann beide Flaschen aufdrehen, drehe das Entlüftungsventil vorher auf. Bei mir ist die untere Flasche jetzt schon so ein bisschen voll. Da sieht man auch relativ schnell, dass da was rausspritzt. Das heißt, das spritzt in flüssiger Form raus und dann sieht man, die Flasche ist voll. Dann kann man beide wieder zudrehen und dann ist die Flasche im Prinzip schon befüllt. Also geht unglaublich schnell in der Form und ist eine schöne, einfache Lösung und natürlich eine schöne, praktikable Lösung. Da ist noch so eine Kunststoffhülle dabei, kann man das alles auch vernünftig transportieren in der Form, ist auch nicht gefährlich in der Form. Also kann man schön mitnehmen und kann damit überall dann halt grillen, Campingkocher betreiben oder ähnliches. Fand ich auch ein sehr schönes, innovatives Produkt. Beide Produkte fand ich wirklich sehr schön und innovativ. Darum habe ich mich so kurzfristig mal entschlossen. Machen wir mal das als Video. Das ist für viele von euch sicherlich auch sehr, sehr interessant. Für alle, die jetzt so lange dran geblieben sind, habe ich noch ein absolutes Schmankerl. Es gibt den Grill gerade in einer Vatertagsaktion. Nächste Woche ist Vatertag, gibt es den Grill 10 Euro günstiger. Ich finde, für so ein hochwertiges Produkt, das nahezu unzerstörbar ist, ist das sicherlich ein sehr, sehr fairer Preis und sehr schöner Grill. Also ich will den nicht mehr missen. Und für alle, die wie ich Vatertag mit dem Fahrrad unterwegs sind, die wandern oder die klassisch noch mit dem Bollerwagen unterwegs sind, gibt es ja auch immer noch, ist das sicherlich eine schöne Sache und ansonsten auch für Camping, für Outdoor und. Ich werde meinen Grill jetzt sauber machen, dass der für den nächsten Einsatz wieder bereit ist. Eventuell mache ich nochmal ein Video, dass ich da nochmal ein Steak mit grille. Da hätte ich wirklich richtig Lust zu. Also wenn ich ein Steak grille, werde ich das auf jeden Fall aufnehmen und teilen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich immer über einen Daumen hoch, über ein Abo, über einen netten Kommentar.
Gerät verlinke ich hier unter. Es soll dazu auch noch eine Social-Media-Aktion geben. Das heißt, wer den Grill in der Form teilt, der kriegt dann auch noch wieder Geld zurück. Aber da müsst ihr euch dann wirklich beim Anbieter informieren. Ich verlinke hier unter alles. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen und beim Grillen. Euer Manni.